So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 im Singleplayer. Im letzten Part haben wir so mal so die ersten Aktivitäten gemacht, die wir jetzt noch machen müssen. Ich glaube, dass das mit dem Saufen nicht gezählt hat. Ich bin mir da nicht sicher, deswegen habe ich ihn jetzt einfach nochmal angerufen. Wir fahren jetzt nochmal gerade ins Kino, bringen das schon mal hinter uns. Und dann fahren wir danach auf jeden Fall nochmal in eine Bar. Und dann noch ins Stripclub. Und dann haben wir auf jeden Fall alles. What you mean? We here, ain't we? Yeah, we're here. Look, everyone pays. Man, what you talking about? I'm talking about I believe in second chances, happy endings. But the happy ending was horrible. That was my life, what you walked into. Drunk and depressed by a pool. Anything by a pool? Ah, hier. Trust me, it is. So, bringen wir das mal hinter uns. Ach, das gucken wir uns jetzt nicht an. That movie was sort of weird. Story was kind of familiar though. You could drop me off or we could keep hanging out. Gerne, nehmen wir uns ein Taxi. Where can I take you? Let's go get some drinks, dog. Nee, ich will erst in den Stripclub. Strawberry. Denn dann sind wir danach erst ganz am Schluss besoffen und das ist dann nicht schlimm. Wenn wir aber besoffen dann aus der Bar kommen und dann noch in den Stripclub wollen, kann es sein, dass es das wieder ein bisschen Ärger gibt. Deswegen würde ich sagen, ganz am Schluss saufen. Probieren wir es so. Haben wir das erledigt, haben wir das erledigt und das. Das auch. Dann bestellen wir uns noch ein Fortbewegungsmittel im Internet. Alright, brother, here we are. Mr. DeSant, good to see you. Here we go. So. Ja, komm, wir werfen mal ein bisschen Geld. Wäre das nicht pervers, wenn sie alle mit derselben schlafen? So, wir werfen mal ein bisschen Dollars. So. Achso, wird 8 müssen gedrückt halten. Ja, sorry. So. Wir gehen wieder. Hat das auch erledigt. Taxi ist natürlich weg. Ist nicht schlimm. Rufen wir uns ein neues. Ja, manchmal einfach. Ich möchte einfach mit dem Kopf durch die Tür. Of course. Driver should be with you soon. Thanks. Also ich weiß nicht, wer ich du wäre. Ah, okay, gut, er steht noch trocken. Ich hätte mich ja hier drunter gestellt. Bah, Sauwetter. Ist genau wie bei uns. Die ganze Zeit nur im Regnen. Finde ich total ätzend. So, wo bleibt's denn? Weil die fahren mich ja auch hier hin mit dem Taxi. Dann müssen sie ja auch hier hinkommen. Ich glaube, das wird's sein. Er ist ein bisschen zugerichtet, ne? Noch von dem. War halt auch noch weiter entfernt. Kannst du bitte sprinten? Hallo. Warten wir noch darauf, dass er reinsteigt, ne? So, ist er drin. Fahrt überspringen und das ist nämlich direkt gegenüber vom Absetzpunkt. Dann lassen wir ihn da raus und dann ist er nämlich auch erledigt. Da müssen wir nur noch ein Fortbewegungsmittel kaufen. Und dann ist Verschiedenes im Prinzip durch, bis auf die Immobilien. Hey, you know what? We did okay. Somehow. So, komm mal mit, Manklin. You know what? Screw it, man. Screw it. What? Wie sieht das aus der Ego-Perspektive aus? Ja. Wow. Du sollst gerade auslaufen, Alter. Wo ist denn jetzt der Absatzpunkt? Ganz woanders. Okay.
Das wird ein Spaß. Boah, Alter, so kann man nicht fahren. Ja, nee, so schwabbeln tut das nicht, wenn man besoffen ist. Das, jetzt war es peinlich, also. Unfall gebaut, abgehauen, nach hinten geguckt, noch ein Unfall gebaut. Ah, jetzt lässt der Alkohol langsam nach, das ist schön, dann kann man wenigstens auch mal ein bisschen anständig fahren. Oh, Mülleimer, hallo. So, hier haben wir dich abgeholt, hier setzen wir dich wieder ab. So, können wir mal schnell in die Statistik rein. 80%, sauber. Verschiedenes fehlt jetzt noch. Das Fortbewegungsmittel und die 5 Immobilien. Irgendwas haut da nicht hin, weil ich brauche 7 Stück. Irgendwas haut da noch nicht hin. 5 Immobilien sind 14. Fortbewegungsmittel ist 15. Kann natürlich sein, dass das Dart nicht gezählt hat, weil wir gestorben sind. Das ist natürlich doof. Das könnte ich noch ausprobieren. Wir bestellen uns jetzt erstmal was. Und zwar einfach ein kleines Flugzeug. Was ist denn das günstigste, was ihr habt? Mallard. Ach, wobei, das können wir eigentlich auch später machen, wenn wir richtig Kohle haben. Ja, wir heben uns das auf. Dann, was können wir denn jetzt noch machen? Golf, Tennis, Triathlon. Ist irgendwas davon offen? Tennis ist direkt um die Ecke. Dann machen wir Tennis. Weil da haben wir jetzt noch... Wo sind wir jetzt? Ah, ich habe es extra mal weit rausgezoomt, damit ich sehe, wo ich bin. Viel zu weit rausgezoomt. Steht mal so auf knapp 8 Minuten. Was zum... Ach, ich habe die Tonne getroffen. Ich dachte, was zum Geier war das denn jetzt? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man bei dem Wetter spielen soll oder kann. Oder dass überhaupt Leute bei dem Wetter spielen. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ah, hier. So, Hallöle. Denn das war auch ätzend. Und ich muss mindestens Bronze bekommen. Aha, dann sag mal an. Zielen, A um Grundschlag, Y um einen Lob einzusetzen. Und Lob ist wahrscheinlich gelb, ne? Slice. Okay. Oder ist es Lob? Keine Ahnung. Also ich werde mich jetzt schon mal entschuldigen, da werde ich wahrscheinlich ein bisschen für brauchen. Ich spiele mal auf leicht. Jo. Haben wir sogar mal einen Punkt gewonnen. Ja. Baby. So. Traumhaft. Danke. Da haben wir 30-0. Achso, ich mach die ganze Zeit Aufschlag. Okay. Ja, ich habe schon Ewigkeiten kein Tennis mehr gespielt. Ich habe auch nie professionell oder im Club oder so gespielt. Aber so ein bisschen Tennis geguckt habe ich früher mal. Ich fand die Sportart früher mal ganz cool. Das war knapp. Some rap.
Bam! Michael hat einen Spielball. Klassische Sätze aus dem Deutschbuch 2. Klasse. Michael hat einen Spielball. Ach ja. Oh, der war knapp. Na komm. Oh. Spiel. Geht's. Dann haben wir gewonnen. Ja gut, ich meine, wir haben auf leicht gespielt. Ging ja nur darum, dass wir es schaffen. Achso, ja, Seitenwechsel ganz vergessen. Der war schön. Come on, no pressure. You're bound to lose. Ja, ja, halt die Fresse jetzt. Der war schön. Du Miststück. Den hätte man aber noch haben können. Michael hat einen Breakball. Das ist polnisch. Ja, ich höre mir noch zu. So, komm, mach jetzt hier. Still got the old magic. Let's do this thing. Okay. Ich spiele jetzt mal 3 Spiele. Ich denke mal, dann müsste... Ich glaube, so hatte ich es eingestellt, oder? Now do your best. That's all we can ask for. Ich glaube, ich hatte 3 Spiele eingestellt. Achso, ganz vergessen, dass ich jetzt Aufschlag habe. Oh, der war schön. Oh, aber der war schön. Der war schön. Oh, I'm feeling good about this one. Oh, bisschen fest, aber ging noch. Also, den hättest du aber kriegen können. So. Komm. Mal den letzten Punkt. Ein bisschen arm. Und dann haben wir es gewonnen. Nee, jetzt beenden wir mal. You got a tennis game in there, pal. Hä? Wieso habe ich das denn jetzt verloren? Hä? Are we gonna have a game? It's not your fault. It's the damn game. Das ist ja... So how many sets have you got in you? Ach, bin ich doof. Ja, es sind ja 6 gewonnene Spiele. Gut, ja, dann schneide ich hier. Wir sehen uns gleich, wenn ich die 6 gewonnen habe. Ach, Mann. Ja, okay, bis gleich. Ich mach's, wenn ich im 6. Satz bin, dann nehme ich wieder auf. Das ist ja für euch sonst auch langweilig. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt bin ich wieder zurück. Das war ein bisschen peinlich. Ich weiß, tut mir auch leid. Ich habe aber nicht mehr dran gedacht, dass das eigentlich immer 6 und ich wusste es ja auch eigentlich, ne? Naja, egal. So, ich habe jetzt gerade den 5. Satz gewonnen und jetzt kassieren wir noch schnell den 6. hinterher. Letzter Seitenwechsel. Und Norman hat Aufschlag. Okay. Geht gut los. Oh, du Bastard. Das kann ich aber auch. Ja, hätte man haben können, aber
Wir spielen auch noch auf leicht, damit wir es eben schnell hinter uns haben. Ich habe übrigens bisher fehlerfrei gewonnen, also komplett ohne den Gegner einen Punkt machen zu lassen, durchgezogen. Sehr schön. Beziehungsweise, er hat mir auch ganz viele Punkte geschenkt, weil er bestimmt 5 oder 6 Mal bisher schon ins Ausgeschlagen hat. Sagt man das beim Tennis so? Ich weiß es nicht. Ich spiele kein Tennis. Ins Ausschlagen, heißt das so? Also er hat den Ball halt jedenfalls außerhalb des Feldes wieder auf den Boden kommen lassen und das gibt ja dann den Punkt für mich. So. So, jetzt kriegst du ihn da hin und dann gerade. Zack. Und ich habe einen Matschball. Noch einer. der war gewagt. Den kriegst du nach links. Und den hier nach rechts. Der war aber auf die Ecke. So, haben wir das gewonnen. Sehr schön. Noch schön Iso-Drink hinterher. Muss. Und ich habe vergessen, auf meinen Zweitbildschirm meine Liste zu legen. Aber ist egal. Können mal gucken. Müsste in der Statistik jetzt drin sein. 81%. Sehr gut. Ja, ich möchte nochmal. Nee, ich glaube, das mit der Bar hole ich mal offscreen nach. Das mache ich einfach nachdem ich die Folge fertig aufgenommen habe. Dann hole ich das vorsichtshalber nach und dann sehe ich, ob sich da was tut. Wir haben es jedenfalls schon mal on camera gesehen. Ja, das können wir jetzt noch machen. Dart haben wir. Golf können wir noch spielen. Mitten in der Nacht. Und ich glaube, Yoga müssen wir auch nochmal machen. Aber ich muss ja nicht überall Tennis spielen. Es reicht ja schon, dass ich das jetzt hier gewonnen habe. Wir rufen uns auf ein Taxi. Ah, wir rufen uns auf ein Taxi. Oder du. Nee, aber dein Auto möchte ich nicht. Danke, fahr weiter. Fahr weiter. Fahr weiter. Stay where you are. I got a driver right around the corner. Appreciate it. Geht's, ja. So. Ja. Ich stand kurz ein bisschen am Schlauch. Was haben wir denn noch? Ja, Flugschule müssen wir noch machen. Das mache ich im nächsten Part. Hatte ich das vor, die mal durchzuziehen. Und der Rest ist, glaube ich, Livestream-Sache. Ja, achso, und die Straßenrennen müssen wir noch machen. Müssen wir mal gucken, dass wir die endlich mal getriggert kriegen. Aber wie schon gesagt, ich vermute mal, dass der Golfclub zu hat. Kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier was machen können. Ja, zwischen 6 und 18 Uhr. Ja gut, okay, die Stunde kriegen wir rum. Das ist nicht das Problem. Ja, dann kann ich ja zumindest mal die Livestreams ansprechen. Ich weiß noch nicht genau, wann ich die ersten anfange. Ich habe ja jetzt erstmal unter der Woche Zeit. Die Woche über bin ich jetzt erstmal nicht am Arbeiten. Und am Wochenende werde ich vermutlich auch Zeit finden. Vielleicht werde ich das dann da schon mal machen. Ich hatte vor, das über Twitch zu machen, aber ich muss dazu sagen, ich bin jetzt, ne, jetzt, ich weiß ja nicht, wer von euch großartig Livestreams guckt, so, ich zum Beispiel gucke HeadyK, Emero, Frank Royal, so die Kaliber, was das angeht, habe ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht die Ahnung, ich bin auch kein Partner von Twitch, also meine Livestreams werden leider nicht ganz so professionell ablaufen, ich werde, so war der Plan, Facecam mit einbauen, ich werde natürlich das Spiel mit einbauen und ein bisschen chillige Musik im Hintergrund laufen lassen. Hatte ich mir so überlegt. Ich mache dann einfach das GTA-Radio komplett aus und baue dann von mir ein bisschen Musik ein. Und ja, die wichtigen Sachen werde ich dann, ja, oder ich mache einfach eine komplette Streamaufnahme. Wobei ich da das Problem habe, dass, ja gut, von der Twitch-Aufnahme wird mir wahrscheinlich die Audio gestrichen, wegen Copyright-Verletzung. Oder ich muss mich bis dahin mal irgendwie erkundigen, ob ich eine Website finde, die einfach copyrightfreie Musik streamt im Hintergrund. Das wäre auch kein Problem. Oder ich mir da was runterladen kann, keine Ahnung. Aber mit copyrightfreier Musik ist es schwierig aktuell. Müsste ich mal gucken, ob ich da was finde. Vielleicht habt ihr ja auch Vorschläge, wo ich quasi eine YouTube-Playlist, die ich im Hintergrund laufen lassen kann. Das würde es ja schon tun. Och, kommt schon, euer Ernst jetzt, weil ich ein paar Autos reingetreten habe. Oder dann machen wir sowas im Hintergrund. Beziehungsweise ich lade mir, wenn das eine YouTube-Playlist ist, kann ich mir die ja einfach runterladen und lasse sie dann im Hintergrund laufen. Dann kann ich das einfach 1:1 auf YouTube hochladen, das wäre sogar noch einfacher, dann haben wir nicht mal Probleme mit der GTA-Musik. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, fällt mir so auf. Ja, dann machen wir das so.
wenn ihr irgendwie schon eine Idee habt oder Playlisten so in der Richtung angefertigt habt selbst schon oder einfach eine gute gespeichert habt, dann könnt ihr mir die ja einfach unten in die Kommentare schreiben. Dann mache ich so eine Playlist an. Hauptsache, ihr kennt ja mittlerweile auch ganz gut meinen Musikgeschmack, ne? Bisschen Rock, bisschen Elektro, bisschen gerne auch so 8-Bit-Gaming-Music, das geht auch, ist gar kein Thema. Oder hier OC-Remixes, ich weiß nicht, wer sich damit auskennt. Also OC-Remix ist ja eine große YouTube-Channel, ein großes Forum, wo eben Remixes von guten Videospielmusiken eingefügt werden und so, und die laden das dann da hoch und das sind meistens schon sehr, sehr geile Lieder. Sowas können wir gerne machen, dass sowas im Hintergrund läuft, ihr meine Fresse eben dabei seht und wir dann eben die ganzen Sachen, die man einsammeln muss, im Spiel machen. Und Epsilon wollte ich noch machen, dann alles, was eingesammelt werden muss und ja, wenn wir das alles zusammen haben, vielleicht kommen dann einfach die ganzen Stream-Mitschnitte hoch oder ich schnipsel die noch ein bisschen zusammen, das weiß ich noch nicht, das gucken wir mal. Nee. Vom Tee. Ich weiß, wie Gold funktioniert. Danke. Ich möchte es nicht schwer. Dann nutze ich die Gelegenheit mal schnell. Geh mal ganz kurz auf den Desktop. Wenn ich mein Ding jetzt hier finde, machen wir das mal da drauf. So. Entschuldigung. So. Let's go for it. Ich gebe dich zum ersten Tee. Gewinne mindestens einmal oder ergattere mindestens Bronze in allen Sportarten. Ah. Oh, das ist übrigens mal ein guter Tipp für den Multiplayer, ein bisschen Golf spielen. Wenn sich dadurch die Stärke erhöht, das wäre natürlich... Ups. So, wie war das jetzt? Mit L beginnst du deinen Schwung, wenn du den Schläger ganz nach oben bewegt hast, um den Ball zu schlagen. Okay. Ja, war in Ordnung. Achso, ja, ich kann auch einfach hinfahren oder mich einfach zum Schlag porten, weil ich da keinen Rock habe. Schläger aus dem Rough haben weniger Kraft und sind ungenauer. Kann ich quasi gucken, wo das ankommen soll? Ah ja, genau, das wollte ich. Ja, hier ist eigentlich ganz gut. Ah, nicht optimal. Aber war in Ordnung. Ich weiß nicht, wie viel wir spielen müssen, ob wir das einmal komplett durchspielen müssen. Das sehen wir ja jetzt. So, wir porten Zeit. Ich habe keine Lust, da immer hinzufahren. Das kostet mega Zeit. Oh. Oh, schade. So, jetzt können wir natürlich putten. Aus dem Rough, das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, es war zu weit. Schade. Aber jetzt putten wir. Zack. Zumindest paar. Das ist wichtig. Also, ich kann mal mit meinem gefährlichen Halbwissen angeben. Zum Tee. Ach, wir porten uns einfach hin. Paar ist halt immer die Anzahl von Schlägen, die... Ich sag mal, der Golf... Gibt das der Golfclub vor? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich sag mal, die Anzahl von Schlägen, die für gewöhnlich benötigt werden. So quasi so ein Richtwert. Ah, nicht ganz perfekt. Und am besten ist es natürlich, wenn man immer auf Par spielt oder unter Par kommt. Ja. Ich sag mal, in richtigen Golfturnieren spielen die meistens alle 8, 9 unter Par. Also kommen weit unter das, was... so, wir haben ein bisschen, dann spielen wir doch am besten hier hin. Vielleicht kriege ich einen perfekten hin. Ah, oh, traumhaft. Der ist schön im Baum hängen geblieben. Naja. Hab gar nicht geguckt, was Par 4 haben wir. Hier unten links zum Beispiel jetzt Loch 2, also ne, das die zweite Bahn, die wir anspielen. Loch, Par 4, also 4 Schläge am besten. Oder drunter. Bisschen Einschlag, aber... Das war ein bisschen mau. Ah, verdammt. So, eigentlich müsste er jetzt drin sein. Dann hätte ich Par 4, dann hätte ich Par gespielt. So, wie... Kann ich nicht. Ach, Manno. Nein! Oh, so knapp. Schade. Naja, ein Bogey. Bogey ist einer drüber, Double Bogey sind zwei drüber.
Triple Bogey sind 3 drüber und Rest weiß ich nicht. 1 unter Paar ist Birdie, 2 unter Paar ist Eagle und beziehungsweise Hole in One. So, wir haben ein bisschen Rückenwind, aber da werden wir wahrscheinlich durch einen Baum durchkommen, ne? Ach, ich spiele es einfach mal so. Sehr schön. Oh, ja, wir hatten ein bisschen Rückenwind. Scheiße, ja. Es ist halt so verlockend. Ein perfekter Treffer. Ah, ja. Ich hätte eigentlich ganz gern hier hin. Na gut, da hätte ich wirklich fester schlagen können. Aber eben habe ich zum Beispiel auch den perfekten Schlag gehabt und der war total scheiße. Ah, hier haben wir Paar 3. Sind wir jetzt auch schon wieder 1 drüber, aber... Och, komm schon. What? Ja, gut. Ich weiß gar nicht, was wir schaffen müssen. Also, wie wir das machen müssen für Gold und so weiter. Aber naja. Ah, nicht perfekt. Aber in Ordnung. Solange nicht im Bunker landet, ist es gut. Ist Bunker, klar. Toll. Ich würde sagen, hier können wir einfach nur draufhalten und hoffen, dass er irgendwie wieder schön fliegt. Wo wäre der denn gelandet, wenn ich gespielt hätte, wie gelb war? Dann wäre er wieder viel zu weit geflogen. Wenigstens Paar. Das ist immer schön. Ich denke, 3 über Paar oder so, wenn wir das wirklich halten. Oder vielleicht sogar drunter kommen, dann ist halt kein Problem. Kriegen wir auf jeden Fall eine Medaille. So, wir haben ein bisschen in die Richtung. Spielen wir so. Und dann drauf damit. Na gut, die Äste bremsen halt. Naja, ist nicht schlimm. Liegt da schön zentral, dann können wir jetzt richtig, richtig schön durchballern. So, zum Schlag. Und dann zwiebeln wir ihn weg. Oh, ja, da möchte ich jetzt nicht ganz so feste. Machen wir mal so. Sogar links drall bekommen. Aber liegt gut. Nein! Och, komm schon! So close. Naja, nächstes Paar. Ich hätte gern jetzt unter Paar geschafft, aber... So, nächster. Ist schon spannend, golfen, muss man sagen. So, komm, weg mit dem Pin. Oh, Baby. Sehr gut. That's the way I played it. Das wirkt mir irgendwie zu feste, als dass es passt, aber okay. Och, komm schon! Ja, danke, wow. Mit Wasserhindernis, sehr schön. Traumhaft. So. Ja, da kommen wir dran vorbei. Ich muss sagen, wir haben gut Gegenwind, also. Ja, ich hätte ein bisschen weiter nach links ziehen können, dann wäre es sehr gut gewesen, aber ich denke mal, hier werden wir auch ein paar hinkriegen. Ja, das war zu erwarten. Nein, zu feste. Nein.
I hate this fucking game. Plus 4 drüber. Sehr schön. Deswegen wäre Golf nichts für mich. Der war schön. Der flog ziemlich weit. Gut, wir hatten noch ziemlich dick Gegenwind. Rückenwind. Deswegen ist er so weit geflogen. Er hat einen ziemlich dicken Rückenwind. Wie weit komme ich? Bis dahin. Ja, ich traue mir ein bisschen mehr zu und mache ein bis hier. Den hätte ich nach ganz links ziehen sollen. Der wäre Hole in One gewesen. Sag ich euch. Ja, super. Nee. Vielleicht kriege ich ein 1 unter Paar. Naja, immerhin. Aber ein Hole-in-One wird der letzte natürlich nicht. Dann hätten wir nämlich schön ausgeglichen, aber... So, wir haben... Oh, schön Gegenwind. Traumhaft. So... Zweiten Schlag drin wäre natürlich sehr geil, aber das wird nicht in diesem Let's Play vorkommen. Wir spielen ihn jetzt einfach direkt mal so. Ja, das war zu wenig. Ja, schade. Die letzten 5%. That's the way I played it. Ach so, perfekter Treffer geht nicht rein. Shit. Deswegen heißt er perfekter Treffer, ne? Weil er nicht drin war. So, was gibt das? Ich vermute mal, dass das nicht zählt, ne? Ich vermute mal, dass das nicht für unsere Statistik zählt. 81%. Ich google da jetzt mal gerade nach. Es wird jetzt wahrscheinlich eh erst im nächsten Part sein, aber... Ach nee, wisst ihr was? Ich google da jetzt nach. Wir gucken im nächsten Part nochmal. Zur Not mache ich dann halt... Steige ich ein mit dem letzten Ball. Im nächsten Part. Mit dem letzten Schlag. Schon mal danke fürs Zuhören. Haut da rein und tschö, tschö.